Wir brauchen eine Feuermauer, weil wir uns in einer Zeit befinden, in der bestimmte Tabus gebrochen werden. Und ich mir denke, wir sind schon längst aus dem Stadion heraus, wo man sagen kann, wäre den Anfängen. Ich glaube, wir sind schon mittendrin, wenn ein politischer Führer einer Partei, die doch ziemlich viele Wähler um sich scharrt, eine Karikatur publiziert auf seiner Homepage, die ganz deutlich antisemitisch ist, und wenn man ihn darauf anspricht, dass er sich dann einfach dumm stellt und glaubt, wenn man sich dumm stellt, kann man sich einer Verantwortung entziehen und man bleibt als Politiker sowohl im Amt als auch offensichtlich für bestimmte Menschen auch wählbar, dann ist ein Stadium eingetreten in unserer politischen Realität, wo ich sage, jetzt ist Schluss mit Lustig, es geht nicht. Oder wenn ein Rabbiner angefallen wird von einem Neonazi vor den Augen von Polizisten, die nicht einschreiten, und die Polizisten dann sagen, ja, es ist Fußball, dann ist auch ein Tabu gebrochen, wo ich sage, das darf nicht passieren, weil dass ein 20-jähriger Burgenländer mit dem Holocaust nichts am Hut hat, das verstehe ich und das ist auch kein weiteres Problem. Aber wenn der vielleicht eine Uniform anhat und ein Staatsorgan ist, dann hat er einzuschreiten, wenn irgendeine rassistische Aktion oder ein Gesetzesbruch stattfindet. Und es gibt ein Wiederbetätigungsgesetz in Österreich, das ist ein Offizialdelikt. Das heißt, es braucht nicht einmal einen Privatankläger, sondern es hat der Staat von sich aus einzuschreiten. Und wenn das gebrochen wird, dann sehe ich einen unglaublichen Handlungsbedarf. Es hat sich die Innenministerin bis heute, es ist eine Woche her, nicht zu Wort gemeldet. Ich finde das einfach einen politischen Skandal und es ist in Wirklichkeit höchst beunruhigend. Und wie gesagt, die Anfänge sind leider schon vorbei.